Es gab schon einige Filme über künstliche Intelligenz, nur leider waren die häufig relativ dumm. Und ja, ich meine dich, Transcendence. Ex Machina ist am 23. April diesen Jahres in den deutschen Kinos angelaufen. Kurze Zusammenfassung: Caleb, ein IT-Spezialist, gewinnt einen firmeninternen Wettbewerb. Er darf nun eine Woche lang mit seinem Chef, einem großen Internetmogul, in dessen Villa verbringen. Als er dann dort ankommt, wird ihm eröffnet, dass er aus einem Grund da ist. Er soll für seinen Chef einen Computer auf künstliche Intelligenz testen. Es handelt sich aber nicht um einen normalen Computer. Es ist ein Roboter in weiblicher Hülle mit dem Namen Ava. Caleb soll nun jeden Tag in Gesprächen Ava auf den Zahn fühlen, um herauszufinden, ob sie künstliche Intelligenz besitzt. Nur wird mit fortlaufender Filmdauer immer unklarer, wer eigentlich auf seiner Seite steht. Nathan, sein Chef, der Mensch? Oder die Maschine, Ava. Und genau das ist es, was den Film so spannend macht. Man weiß zu keinem Zeitpunkt, wer auf Calebs Seite steht. Kann man überhaupt einen der beiden trauen? Nathan, der doch sehr unsympathisch ist und trotzdem gleichzeitig eine große Faszination ausstrahlt. Oder eben Ava, die sehr zerbrechlich wirkt und fast schon wie eine Gefangene behandelt wird. Es ist wirklich interessant, wie sich dieser Film mit Themen auseinandersetzt, wie. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Maschine? Kann eine Maschine menschlich sein und sind wir Menschen nicht eigentlich auch einfach nur biologische Maschinen? Dass dieser Film so gut funktioniert, verdankt er natürlich zu großen Teilen auch seinen drei Darstellern: Oscar Isaac, Domhnall Gleeson und insbesondere Alicia Vikander, die Eva unfassbar faszinierend spielt. Ex Machina bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Er ist spannend, er sieht top aus und das bei einem Budget von nur 11 Millionen Dollar. Er hat überzeugende Darsteller, er ist intelligent. Das Ende wirkt ein bisschen gehetzt, aber das will ich dem Film jetzt mal verzeihen, weil sonst leistet er sich nicht viele Schwächen. Das war meine Review zu Ex Machina. Er läuft noch in ein paar Kinos, also geht rein, schaut ihn euch an. Habt ihr den Film gesehen? Wie hat er euch gefallen? Kommentiert doch bitte, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Dann gibt es nämlich noch viel, viel mehr. Bis zum nächsten Mal.